mein Gott, 1000 km/h! Das wird eine knappe Kiste! Ja! Ohne Motor. Was, wo fliegst du hin? Welches dieser Fahrzeuge, die hier stehen, teilweise extreme OP-Fahrzeuge wie die Avatar-Autos oder das Grimace-Mobil, welches Fahrzeug wird es schaffen, einmal über die komplette Karte in GTA 5 zu springen? Das werden wir heute herausfinden und mit dabei ist King Crymax, nämlich wer am weitesten mit den Autos springt, bekommt am Ende 1000 Euro. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Let's go. Okay, Max, du siehst hier, wir haben heute einige sehr, sehr krasse Autos dabei und teilweise sogar Brawl Stars Autos, die richtig overpowered sind. Alter, aber okay. Wir fangen erstmal an mit dem ersten Fahrzeug und hier handelt es sich um ein random Vehicle, um den ersten Punkt auszulosen und... Nein. Bro, ich bekomme ein... Aber warte mal, hast du nicht gesagt, man gibt das erste Fahrzeug dem Gegner? Nein, das erste Fahrzeug... Nein, was hab ich denn da? Oh mein Gott, das sieht nicht gut für dich aus, Max. Aber warte mal, welchen Multiplikator haben wir überhaupt? So, wir haben nämlich den Multiplikator der Fahrzeuge, haben wir auf 100, Max. Alter, auf 100, Bremsen und Traktion auf 0. So, ich würde sagen, ich fahre zuerst... Oder du kannst zuerst fahren und let's go! Oh mein Gott. Nein, mein Fahrzeug ist nicht gut. Mein Fahrzeug ist gar nicht gut. Du kannst. Ich dachte, der wäre voll krass. Ja, der sieht auch. Obwohl. Ich flitze jetzt mal hinterher. Ja, flitz mal hinterher, Bro. Oh mein Gott. Ist der gut oder was? Also, ich hab weniger erwartet. Ich war bei 950 km/h. Ja, ich habe gar nicht auf die Links geachtet. Aber, oh mein Gott, Junge. Ich bin bis zum Police Department gekommen. Zum Polizeirevier. Warte mal. Ich sag dir die Runde geht auf jeden Fall an dich. Ich mach mir mal hier das Radar an, Leute. Dann können wir nämlich sehen, wo Max ist. Und Max ist einfach hier gelandet. Oh Gott, das ist ja voll peinlich. Ich bin leider echt nicht so weit. Also das war ja gar nichts gewesen. Der erste Punkt geht an mich. Das heißt, ich kann mir das erste Fahrzeug auswählen. Und zwar hier haben wir unser erstes Fahrzeug. Einmal ein Red Bull Supersportwagen und ein Jaguar Concept Car. Und ich sag euch ehrlich, dieses Konzeptauto sieht auf jeden Fall ziemlich heftig. Wo bin ich da rein? Leute, ich will auch hier das Konzeptauto reinsteigen. So, Max, das sind hier unsere nächsten beiden Fahrzeuge. Ach, da hinten bist du. Ja, hier starten wir, Bro. So, wir mussten hier gerade mal beide Autos rausfahren und ich nehme natürlich den Jaguar, Max, weil... Schade, ich sag dir ehrlich, das Red Bull-Auto ist, glaube ich, nicht gut, weil das zu viel Downforce hat und dich direkt unten andrückt. Ey, das glaube ich auch. Der wird zwar schnell sein, aber der wird mich so runterdrücken. Ja, der... Ey, meiner hat... Okay, jetzt... Komm, lass mal... Ich würde mal sagen, wir fahren mal beide gleichzeitig. Okay, warte. So, ich komme neben dich. So, 3, 2, 1, go! Let's go! Oh mein Gott, meiner ist krass. Junge, meiner ist krass, Max! Oh mein Gott, 1000 km/h! Nein, okay, das war's. Max, wo bist du? Das war's für mich gewesen, Bro. Also, du fliegst in Urlaub. Leute, guck mal, Max, ihr seht links unten auf der Karte, Max, da hinten ist er auch. Er jumpt schon runter. Gott. Aber ich sag ehrlich, das war's gewesen. Also, dafür, dass mein Auto so krass aussah, Bluff. Schade, ey. Bluff. Ja, Mann. Ist egal, 2-0 für Stani. So, weil du es eben wolltest, Max, werden wir das jetzt machen. Und zwar, wir werden ein random Vehicle spawnen und der Gegner bekommt es. Ich fange an, das erste random Vehicle, welches du bekommst, ist... Nein. Wow, danke, Nein. Stani. Nein, ein Aventador. Oh, auch nicht schlecht, Bro. Du das hast Aventador. Das ist eine getunte Viper, glaube ich. Ist auch nicht schlecht. Wow, okay. Die sieht auch sehr, sehr krass aus, muss ich sagen. Sehr gefährlich. Also meine hat hier sogar so ein bisschen was von Neon. Und du weißt, Neon-Autos sind mit die krassesten. Ich würde sagen, wir fahren wieder. Let's go. Und, oh Gott. Okay, Stani blitzt vor. Oh Gott, bei mir läuft. Nein, 1200 km/h. Also auf jeden Fall Top-Speed hier. Oh mein Gott, ich bin aber auch 1150. Bro, wo bist du? Ich sehe dich. Nein. Warte, ich komme. Ich komme angeflogen. Junge! Da oben ist er! Ja! Nein! Oh mein Gott. Ja, danke schön für das geile Auto. Junge, wo fliegst du denn hin, Junge? Danke, Alter, Max. Ich bin fast bis zur Bank geflogen. Ja, hier ist er gelandet, Leute. Danke, Max, für das Müllauto, was du mir gegeben hast. Stark, Alter. Sehr stark.
Der Punkt geht mal ausnahmsweise an dich. So, du kannst jetzt das nächste Auto aussuchen. Einmal ist es hier so ein GMC. Ganz klare Sache, weg von meinem GMC, Junge. Oh, okay, crazy, Bro, crazy. Weil, weißt du, warum ich den GMC nehme? Junge, weil er einen Heckspoiler hat. Ja, aber das ist auch Downforce, Bro. Downforce ist eigentlich nicht so jeder, gut. Ja, aber jedes Kind weiß, ein Heckspoiler bedeutet 1000 extra PS. Ah, okay. Ist das Solarauto oder was ist das für ein Ding hier? Ja, aber sieht schon krass aus. Deswegen beim ATU-Tuning macht man ja auch an Opel. Oh, ich fahre jetzt. Oh mein Gott. Yo, der ist gar nicht schlecht, Junge. Hä? Yo, okay. 1000, wie schnell warst du? 1100 ist okay. Okay. Ich sag okay, das ehrlich, wir toppen. Also es fliegt jetzt auch nicht. Was? Nein, ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Ich war nur bei 950. Oh, aber ich komme nicht weit. Ich habe absolut falsch entschieden. Ich sag ehrlich, ich komme. Oh, ja, Leute, lost. Ich habe mich falsch entschieden. Ja, ich sehe es. Guck mal, kommt da runter, Leute. Nein. Da kommt er runter. Tschüssi, Maxi. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so ein guter Jump gewesen. Schade. Der Punkt geht auch an mich. Mann, Müll. Auto, ey. Jetzt geht's aber weiter mit Random Vehicle und wir nehmen drei Autos. Hast du gerade eine Paulberger Limo aufgemacht? Ja, ich hab Durst. Bro, weißt du, dass die Paulberger Limo-Karre der McLaren gegen Colt antritt bald? Alter, Bro, da werde ich aber safe den McLaren nehmen. Ja, also denkst du überhaupt, dass... Also ich sag dir ehrlich, Colt ist auch sehr gefährlich. Paulberger Power, vielleicht nehme ich auch den Paulberger Power, denn... ich würde sagen, Bro, wir spawnen drei Autos und nehmen das Größte. Eins. Ja, drei Fahrzeuge spawnen. Warte mal, wie viel steht's denn jetzt gerade? 3-1, oder? Ja, 3-1 für mich, Bro. Wir haben beide das Gleiche gespawnt. Lol. Oh nein, du musst ausmachen mit Löschen hier. Ja. Warte, Delete All Vehicle muss aus und Random Vehicle so. Hä? Okay, warte mal. So, eins haben wir, zwei haben wir. Okay. Und nein, ich muss mein erstes nehmen. So, ich habe jetzt hier ein paar rumgespawnt, aber ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, das ist das Größte hier. Guck mal hier. Das eine. Aber du hast voll gecheatet, Junge. Ja, okay, dann nehme ich hier den Truck, weil den hast du ja auch gespawnt, Bro. Nein, warte, ich darf auch noch einen spawnen. Ja, dann darfst du auch noch einen spawnen, aber dann nehme ich meinen. Dann ist es fair. Okay. Ja, okay. Oh mein Gott, das ist Karma. Das ist Karma. So. Warte, ist der höher? Ist der sogar höher als der andere? Ja, klar. Der ist Junge. So. Nein, Max Leute, hat ein absolutes Müllauto bekommen. Wir löschen mal das andere alles weg hier. Ich fahre jetzt einfach schon mal vor. Tschüss. Okay, Max, bin direkt hinter dir. Ja, du wirst keine Chance haben. Yo. Okay, warte mal. Guck mal, wer hinter dir ist. So. Nein, Leute. Junge, wie weit? Alter. Okay, meiner fliegt übelst weit. Yo. Ey, aber so schlecht war meiner gar nicht für den Lieferwagen. Ey, ich glaube, ich mache einen neuen Rekord. Ich habe einen Rekord. Ich habe einen. Nein. Ja. Wo bist du gelandet? Oh mein Gott. Ich guck jetzt, bin wo Stanley gelandet ist, Leute. Da hinten beim Dings hier. Einkaufsladen. Oder? Bist du in der Nähe von der Bank? Nee, Polizei, Nee, 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 was laberst du? Ich da bin hinten bei der Bank. Bei dir, oder nicht? Bei der Bank, Bro. Ah, du bist schon bei dem PD bei der Bank gelandet, deswegen. Du hast keinen Plan. Ja, ist ja gut. Dann steht 4-1 jetzt, ja, okay. 4-1 und ich würde sagen, Bro, ich nehme den Chrome GTR. Ui. Chrome GTR. Weil, ich sag dir auch warum, eigentlich normalerweise, ich würde das Anime-Auto nehmen. Weil es ein LED-Auto ist, Leute, das sieht übertrieben krass aus. Ja, finde ich auch, dass der krass aussieht. Aktivier das mal. Oh mein Gott. Alter, ich glaube, du hast dich falsch entschieden. Nein, ich sag dir, bei Stadtsprung kommen LED-Autos nicht so weit. Hä, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das war... Oh Gott, ich glaube, ich habe mich geirrt. Ist egal, Leute. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Okay, weil ich finde den übelst krass gerade. Ja, aber die haben so viel Downforce immer. Ja, aber ist egal. Ich weiß nicht, ich fahr mal. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wo ist der, Leute? Warte kurz, ich bin gecrashed einmal. Ja. So, zack, ich starte nochmal. Kleinen Unfall gebaut, jetzt. Oh mein Gott, ist der schnell. Also meins war Bluff, Leute. Meins war wirklich Bluff. Ich bin gespannt, ob Max weiterkommt. Oh, aber ich bin jetzt auch nicht krass, sage ich ehrlich. Ich bin hier, Max. Guck mal. Oh Gott, oh Gott. Oh, das könnte eine ganz... Nein, ich glaube, du kommst sogar weiter. Du kommst sogar weiter, oh mein Gott, da ist der, Leute. Oh mein Gott, ich bin sogar weitergekommen, Junge. Ganz knapp. Ey, das gibt's ja nicht. Ey, ich hab mich richtig entschieden, obwohl das Auto so krass aussieht und so schnell ist. Meins war gerade mal 980 km/h schnell. Ey, ja, meiner war auch überhaupt nicht krass, nur so 950 oder so. Ey, es steht 5-1, okay, ich fange jetzt mal an, mich anzustrengen. Du bist einfach kein Gegner für mich und deswegen würde ich sagen... Ich wollte dir ein bisschen vorne aufpassen. Wir spawnen drei Autos und du kannst dir eins aussuchen, okay?
Okay, ein... So, eins, zwei, Baby. Oh Gott. Außer Motorrad. Motorrad zählt natürlich nicht, wegen Flyglitch. Und drei, so. Oh Gott, wir haben drei Autos. Junge, was ist das hier für ein Auto? Das ist schon mal Müll. Oh, was mache ich Motorrad denn hier? Motorrad ist nicht erlaubt. Junge, ich habe hier so einen alten Oldschool-Mercedes. Der sieht richtig geil aus. Ich habe hier einen Kampfroboter. Ja, Kampfroboter zählt nicht, Junge. Kampfroboter zählt nicht. Ich hab E55 ist das. Oha. Nur der Alter, kann voll ich mal bitte ein Auto kommen? Was spawn ich denn hier alles? Okay, ein Offroad C-Klasse und gut, ich nehme meinen Urus natürlich. So, zack. Okay, Max, ich fahre jetzt. Warte mal ganz, okay, ich räume mir mal kurz auf. Ja, guck mal, was hast du? Du hast hier den Urus, oder was? Ja, ich nehme den Urus. Ich sag dir leider ehrlich, ich glaube, dein Urus ist zu fett. Nein, der ist gut. Ich glaube, der ist zu fett. Bruder. Ich will, dass wir gleichzeitig losfahren, weil ich will wissen, welcher schneller ist. Ich glaube, meiner ist schneller. Vertrau mir doch, Bruder. So, lass uns ein kleines Rennen machen. Welches hier ist ein kleines Feuer auf der Rampe ausgebrochen. Ja, ich hoffe, das kommt nicht zu den Autos. Okay, komm jetzt neben mir, weil danach kommt das krasse Hulk-Auto. Oder ich komme neben dir so. Okay, ja. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, ciao. Oh mein Gott. Ich war 1200. Yo, wo fliegst du hin, Mann? Tschüss. Bro, du hast die Urus-Power unterschätzt. Was denkst du denn? Oh mein Gott, Leute. Okay, das ist sogar... Bis zur Bank geflogen. Ja, ich roll noch ein bisschen, Leute. Wir können natürlich immer aus... Junge, das ist gar nicht so krass weiter. Ja, also, ja, stimmt. Weil ich bin noch gut gerollt. Ja, ist knapp gewesen, schade. Ja. Okay, Mann, Ehrenpunkt, der an Max geht. Und ich darf mich jetzt auch noch entscheiden. Ja, das war das Gute. Du musst dich jetzt entscheiden. Es gibt zwei krasse Autos. Einmal gibt es hier so eine chinesische Marke, das ist hier so ein ganz neues Auto. Und einmal ein altbekanntes Hulk-Auto von den Avengers, Bro. Das sind zwei sehr, sehr krasse Autos. Was ist denn das hier? Soll das irgendwie so ein Fake-China-Ferrari sein? Oder ja, das soll irgendwie, glaube ich, so ein chinesischer Sportwagen sein, den die gerade vorgestellt haben. Ich nehme den Hulk-Wagen. Ich sag dir ehrlich, die Chinesen haben was drauf mittlerweile. Die bauen richtig krasse Autos. Ja, aber Bro, das ist Hulk. Ja, Hulk ist auch krass. Du kannst aber doch nicht hier das mit Aber Hulk ist auch dick, Bro. Hulk ist auch dick. Ja. Okay. So. 3, 2, 1, los! Okay. Okay, komm, Junge. Starte. Oh mein Gott. Yo! Nein. 1100! Sag, nein, oh mein Gott. 1000. Hulk-Auto. Also, ich flieg gut. Zieh. Na, oh mein Gott, das Hulk-Auto ist absolut fett. Ich flieg sehr gut. Absolut fett. Ich war irgendwie nur bei 900 km/h. Ich hab's dir gesagt. Komplett. Aber das war's doch schon. Aber fliegst du weit? Nee. Hier noch rollen? Oh okay, Leute, das war's gewesen. Schlecht, Leute, schlecht. Junge, du bekommst. Ja, guck mal, wo er da runterkommt, Leute. Yo! Ja, komm. Lass nicht drüber reden. Loser! Lass einfach nicht drüber reden. Punkt direkt wieder an mich, weil du mal wieder das Falsch. Ja, guck mal, das hat auch was mit Können zu tun. Du musst das richtige Auto auswählen. Ist ja gut, Bro. Ist ja gut. Er checkt sich, Leute. Ich würde sagen, wir spawnen drei Autos und müssen ein Auto den anderen geben, okay? Okay. Ich habe mein Auto für dich, Bro. Wie? Ich hab mein Auto für dich. Nein, warte. Du kriegst das Eiermobil da vorne. Oh, Bro, ich habe eins. Was für ein Eiermobil willst du mir geben, Max? Ja, Bro, was? Das erste natürlich. Oh, Mann, Leute, die spawnen gerade kein Auto. Klar. Und ey, Junge, nur Motorräder. Alter. Das erste wahrscheinlich, ne? Welches gibst du mir? Das erste. Ist das dein Ernst, Max? Ist das dein Ernst? Ja, dann kriegst du auch das erste, du Ekliger. Ja, okay. So. Okay. Wenn du willst, kannst du losfahren. Ich räume hier noch ein bisschen auf. Nee, ich räume hier auf. Alles gut. So, komm, Mr. Eierlieferant. Ich sag dir, Junge, nein. Ja, ich kann eigentlich direkt aufgeben, die Runde. Ich fahr schon mal los. Ja, ich fahr schon mal los. Bro. Ich kann, glaube ich, direkt aufgeben. Also das Ding ist nicht gut. Ich bin nur bei 950. Willst du mich veräppeln? Wie viel fährst Trotz du? Trotz 100-fachen Multiplikator. Wie schnell fährst du? Bro, ich bin noch nicht mal am Ende der Rampe. Ich bin nicht mal am Ende der Rampe. Geil. Junge, ich hab einen Reifen vorne. Junge, ist das dein Ernst? Bro. 120 km/h. Guck mal, und zack. Also, ich glaube, du nicht mehr über dieses Hafengebiet hier rüber. Checkst du? Boom. Gut. Ich glaube, die Runde geht leider an dich. Ja, 6-3 und ich darf mich entscheiden. Das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, das ist so. Oh mein Gott, guck mal. So. Entweder man holt sich eine Schrottkarre oder einen Kinderwagen, Alter. Das ist doch dieser Kinderwagen, den man den Eltern so beim Einkaufen nehmen können für ihre Kinder. Ich nehme das Schrottauto. Oh Gott, großer Fehler, Bro. Großer Fehler.
Glaube ich nicht. Guck mal hier. Glaube ich nicht. Guck mal diese krasse Wagen an. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, die kleinen Autos sind nicht gut. Bei Stadtsprung sind kleine Autos nicht gut, Bro. Ja. Oh. Ja, oh Gottes Willen, was ist das? Eher so ein Drift-Auto, Bro. Ey! Tschüss! So, ich hau direkt ab, Max. Tschüss! So, hau mal ab. Hau ey, mal ab hä? Jetzt hier. Was? Sag mir nicht, ich hab mich falsch entschieden. Junge, das hat 1000 km/h gepackt. Hä? Das hat 1000, also zwar ein bisschen, naja, aber... Bro. Oh, ich habe aber auch 1000 km/h geschafft. Ja, aber guck mal, ich fliege auch wie so ein Stein, und Alter. Und jetzt die Masse. Die Masse muss mich nach vorne. Du bist vor mir. Ich bin vor dir? Ja. Wenn ich jetzt noch rolle, wenn ich jetzt noch rolle? Nein. Ja. Ja, nein, guck mal, wo ich lande. Oh. Ja! Nein, er ist da vorne gelandet, Gott. Leute. Knappes Junge, Ding. Wie viel paar hundert Meter war das denn gewesen? Stark. Aber Stani, so schnell kann es gehen. Jetzt nämlich 6 zu 4. Ja. Ja, ich habe nämlich dick aufgeholt hier. Du so hast schnell dick aufgeholt. Gehen, und dann würde ich sagen, jeder spawnt erstmal hier für sich wie ein Random Vehicle. Zack, eins Random Vehicle, einfach nur ganz klassisch, Bro. Ein Random Vehicle. Was ist das für ein Packauto? Junge, was ist das denn? Du hast ein Hackerauto gekriegt. Ich habe ein Hackerauto. Okay, Hackerauto gegen Mercedes A-Klasse. Oh okay. Gott, nein, die A-Klasse ist zu überfordert. Das Problem ist dieses Frontantrieb oder so. Die geht. Nee, das ist nichts. Oh, mein Hackerauto ist jetzt aber auch nicht so stark. 650. Ja, aber Junge, guck mal hier. Aber ich glaube, wenn ich auf der Minimap schaue. Ja, oh mein Gott. Oder? Ja. Yippie. Nein. Ja. Aber warte, ich kann auch rollen. Ich kann auch. Sehr wichtig. Ja, Bro, so weit kommst du nicht mehr. Sehr, sehr wichtig, weil ich darf mich dann auch wieder entscheiden. Dann ist es der Ausgleich. Das ist der Ausgleich gleich hier. Junge, weißt du doch noch gar nicht. Aber Leute, bei Stadtsprung geht das halt unnormal schnell. Stani, ich hab's dir gesagt, ich werde zurückkommen. Ja. Oh Gott, ich was sind das gesagt, denn hier für Autos? Feiern. Oh, hä? Junge, das ist hier einmal so ein Lowrider mit Big Reifen und einmal so ein Pikachu-Auto für Arme. Ich nehme das Pikachu-Auto für Arme. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das echt gut abgeht, sag ich dir ehrlich. Ich sag ehrlich, Vans sind oft gar nicht mal so schlecht hier. Schauen wir mal, was wird. Willst du zuerst? Lass gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Okay, du bist schneller. Oh mein Gott! Stani ist schneller als ich. 1000! Das ist nicht gut. Vorbei. Was? Nee, das schaffst du nicht. Junge, du fliegst aber... Nein. Oh, oh Gott, Leute. Nein, Leute, ich habe mich so falsch entschieden. Yo, oh also das ich war's dann mal wieder so mit dem Ausgleich 7-5, mein allerjudster. Nein, und Leute, ich das kriegst du nicht. Hier. Oh Gott, jetzt kommt fetter Bouncer. Nächster, Leute. Junge, ey, das gibt's doch nicht. Sag ja, ehrlich, ich hätte doch, den Ding auch nicht genommen. Da habe ich mich zu früh gefreut. Ja, und das Gute ist, jetzt kommt wieder ein schönes Random Vehicle Battle. Wir werden 3 Autos spawnen und jeder nimmt das Kleinste. Das Kleinste, okay. Okay, 1. Oh mein Gott, Leute. 2. Junge, bitte das Kleinste, bitte das Kleinste. Oh, bitte. Oh nein. Oh Gott, ich habe das Kleinste. Ich hab OP-Auto. Warte mal, stell das mal neben den in der Mitte erstmal. Nein. Max, die Höhe will ich vergleichen. Mach jetzt kein Auge. Guck mal hier. Will ich hier genau vergleichen. Ja, guck mal hier, wie. Ja, Junge, rede nicht, Max. Junge, guck mal, was ich für ein OP-Auto habe. Ja, natürlich ein OP. Ey, das gibt's doch nicht. Ach, nein, ich krieg hier das Burger-Shot-Auto. Oh, ja, ich denk mal. Oh Gott, wie krank das Auto aussieht, Junge. Was ist das? Junge, das sieht so aus wie so ein Lamborghini Veneno. Ich fahr los und ich bin schlecht. Also, oh mein Gott. Lass nicht drüber reden. Lass einfach nicht drüber reden. Stan, ich flieg da, ich sehe den schon vorbeifliegen. Ich sehe den doch da oben schon vorbeifliegen. Hey, naja, okay. Ich sag, guck mal. Hä? So viel weiter komme ich jetzt auch nicht. Also. Gut ausrollen. Was? So Alter. Viel weiter okay, mit diesem OP-Auto bin ich auch nicht gekommen. Aber trotzdem. Punkt für mich. Und das heißt, ich kann jetzt das erste OP-Auto auswählen. Und zwar, wir haben jetzt hier zur Wahl. Einmal den Grimace G-Wagon, Leute, oder Tuans OP-Tulus. Und ich nehme Tuans OP-Tulus. Okay, ja, das kann man eigentlich nur nehmen. Also das Ding ist, wer Grimace, das nicht nimmt, ist auch verloren. Ich weiß halt nicht, ob Grimace ein starkes Auto hat, ich sag dir ehrlich. Grimace hat mir zugeflüstert, dass es ein krasses OP-Auto ist. Ja, aber guck die Tulus an, Bro. Oh mein Gott, ja Tulus vorbei. Ist, cool, ist vorbei. Junge, 1150 und ich stehe. Wow, Bro, der ist aber auch 1150, die Grimace G-Wagon. Was? Junge, ich wusste, Grimace ist gefährlich, lol. Aber ist... Lol. Oh mein Gott. Lol. Oh mein Gott, nein. Das könnte ein knappes Ding werden. Nein. Das wird eine knappe Kiste. Was? Und ich bin... Bro. Ja.
Oh mein Gott. Junge, man sollte niemals das Grimace-Mobil unterschätzen. Junge, Grimace hat gegönnt. Alter. Okay, krank. Okay, krank. Ich sag dir ehrlich, den Comeback. Punkt gönne ich dir. Den gönne ich 8 dir wirklich. Zu 6. Ich muss aber auch dazu sagen, Stani, ich hätte mich auch falsch entschieden. Ich hätte mich auch für Touren entschieden. Gut. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde sagen, Max, wir machen direkt weiter mit den Avatar-Autos. Du darfst diesmal auswählen. Und zwar, hier gibt es zwei. Aber warte, jetzt ist doch erst ein random Vehicle-Battle wieder. Nein. Wir machen jetzt ausnahmsweise direkt weiter. Mit Alter. Den OP-Autos, weil ich will unbedingt wissen, wie weit die fliegen. Okay, ich nehme das Katara-Auto. Heißt die nicht Kura oder so? Nein, der ist Katara. Katara, die Wasserbändigerin. Ach so, okay. So, und du nimmst das Avatar-Roku-Auto. So, oh mein Gott. Oh, Bro, das sieht... Was? Oh mein Gott, Junge, das sieht übelst krass aus. Junge, wir haben so zwei so über... Nee. Ah, ich bin nicht so schnell. Max, guck mal neben dir, Max. Ach, Digga, ey, das darf doch nicht Junge, du hast ja voll die Müllkarre. Als ob du jetzt mit so einem Müllding da weiterfliegst. Junge, das ist die Avatar-Meisterkraft gewesen. Alter, das hättest du doch direkt... Ich denke, du kennst Avatar. Die andere war doch nur eine Schülerin gewesen. Der andere war der Meister. Mann. Und du entscheidest dich für die Schülerin. Okay, und das 9 zu ist 6, der große Fehler. Und jetzt, Max, bevor wir hier zu den richtigen OP-Autos kommen, zu dem ersten Shelly-OP-Auto gegen Dragon Ball-Auto, werden wir nochmal ein Random Vehicle-Battle machen. Und jeder spawnt sich 5 Random Vehicles und sucht ein Auto aus. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Boah, ich bin unzufrieden, Leute. Oh, ich bin auch nicht happy mit meiner Auswahl. Ich bin echt unzufrieden, Bro. Also, ich werd meine G-Wagon Carbon Edition nehmen. Bro, BMW ist eigentlich so ein alter, getunter BMW. Und ich sag dir ehrlich, das Einzige... Könnte was drauf haben. Ja, das Einzige, was ich in Erinnerung habe, was besonders immer OP ist, Leute, BMWs in GTA 5. Ich weiß nicht, warum, aber jeder BMW in GTA ist ultra krass. Und deswegen... werden wir hier unseren Breitbau BMW nehmen. Ich werde fette Panzer-G-Klasse nehmen. Boah, ich weiß nicht, ob das gut geht, Junge. Ich fahre direkt vor. So, ich bin jetzt gerade... Oh Gott. Oh, meiner ist Müll. Meiner ist Müll. 1150 Müll. Wieder. Oh, wobei, meiner auch 1150. Na. Ich fliege über dich drüber. Tschüss. Tschüss, Stani. Guck mal nach oben. Kann das nicht sein, dass das das ähnliche Modell ist wie von Grimace? Nee, der Grimace hatte Offroad-Reifen und keinen Radkasten hinten drauf. Leute. So, also, komischerweise, G-Klassen sind auf einmal beim Stadtsprung das OP-ste. Krass. So, also, 9 G-Klasse zu 7, ist sehr, sehr heftig. Ich mach Comeback und ich darf mich entscheiden, Stani. Du dürfst dich jetzt entscheiden, nimmst du das Dragon Ball-Auto oder das das Shelly-Auto? Bro, das ist hier so ein richtig krank getunter Bentley. Guck mal bitte, wie der aussieht. Ich muss mir die jetzt erstmal hier angucken einmal. Alter, der Bentley sieht echt heftig aus, Leute. Guckt euch den mal an hier. Der Bentley sieht wirklich krass aus. Ich nehme auch sogar den Bentley. Okay, Max nimmt den Bentley, Leute. Crazy. Fahren wir mal hier vor, damit ich einsteigen kann. Ja, aber guck mal hier, Freunde. Junge, ich habe einfach der... Guck mal, aber was du nicht gesehen hast, Max. Was denn? Ich reite auf der Dragon Ball-Wolke. Das ist ein OP-Auto, ich weiß. Warte, aber... ich glaube, du musst hier das Auto hier, zack, nochmal kopieren hier. Ah, jetzt. Oh, ja, bin drin. Sehr gut. Okay, Shelly-Auto gegen das Dragon Ball-Auto. Ich sage Dragon Ball! Für immer! Ich bin Dragon Ball-Fan! Oh, wow! Oh mein Gott. Ich habe Special-Fähigkeit aktiviert! Ah, okay, ich war nur bei 920. Ja, ich fliege zwar nicht so weit, wie ich gedacht habe. Nein. Aber ich glaube, ich bin genau auf dem PD. Ich lande. Genau hinterm PD. Ja, keine Chance. Falsch entschieden schon wieder, Leute. Also heute läuft es bei mir nicht mit. Also ich sag, da merkt man auch, dass du dumm bist halt. Ich sag ehrlich, man merkt, du bist danke, dumm. Danke, danke. Es tut mir auch leid, aber Max, das ja, ist dumm. Ja, komm, rede nicht. 10 zu 7, alles so, gut. So, bevor wir jetzt zu dem Duell kommen, das Paulberger OP-Auto gegen Colt AMG GTR, würde ich sagen, spawnen wir jeder nochmal ein Random Vehicle. Ja, ich bin zufrieden. Okay, du Alter. Auch ein Random Vehicle. Nein. Oh, Max, du hast es ganz reinhauen. Tschüss. Tschüssi, Maxi. Bro, was hab Maxi ich King, tschüss. Ich fliege dann mal über die Karte. Aber bisher, ich muss sagen, ich hätte sogar gedacht, dass einige Autos es noch weiter schaffen. Obwohl, das ist gar nicht so krass. Max, wie ist dein Auto?
Nicht krass. Also ich komme bis zum PD. Ja, so weit komme ich nicht. So weit komme ich nicht. Also ich bin hier genau PD. Guck mal, ich lande hier, da, irgendwo in diesem Crow Street Area. Ja, hier. ich sehe es gerade. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Schade, schade, schade. Hier ich vorne, glaub, das ja, das kannst du nicht mehr aufhören. Also ich sag dir ehrlich, guck mal, ich gebe dir jetzt das Paulberger, nee, ich nehme das Paulberger Mobil. Weil das ist Paulberger Power. Du ekliger. Nimm das Colt-Schmutzauto. Nimm das Colt-Schmutzauto. Okay, das ist Paulberger. Oh, Gottes Willen, Freunde. Das ist das Paulberger Limo-Auto mit Paulberger Power. Und. Nein. Oh mein Gott. Junge, der geht ab! Sag mir, wie schnell du bist. Da, 950. Ich sag dir ehrlich, ich hätte mir mehr von der Paulberger erwartet. Ja, der fliegt trotzdem weit. So. Oh, ich sag euch ehrlich, das ist schon blöd, das Auto. Ich bin bei. Auch 950. Oh, ich bin direkt gelandet, Leute. Direkt ausgekommen. Und nein. Und ja, ich fliege über dich drüber. Bro, wo ist er? Junge, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Junge, du hast mit dem Colt-Auto gerade... Junge, Max, ich hätte doch extra schlecht gemacht. Bro. Um das Paulberger Auto da gut da stehen zu lassen. Ja. Junge. Max, wir kommen gleich zum letzten Duell und zwar Nita. Warte mal, wie steht's denn? 11 zu 8 jetzt. Ja, ne? Wir machen jetzt noch ein Random Vehicle und zwar wir spawnen uns 5 Autos und jeder darf eins für den anderen aussuchen. Oh, aber man muss das Beste nehmen. Man muss das Beste nehmen. Ja, das ist zwar die also eigentlich darf der andere sich dann eins aussuchen. Davon. Ja, okay, jeder darf sich vom anderen eins aussuchen. Okay, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab ein. Okay, das ich bin Auto mal gespannt, krass, Leute. Oh, welches du nimmst. So, ich nehme das Apple-Auto. Das Apple-Auto? Ja, okay, ich weiß auch, welches ich nehme. Das Apple-Auto, Leute. Ich nehme das Ding hier ohne Motor. Ja, aber das könnte vielleicht so ein Geheimding sein. Das könnte irgendwie so geisteskrank sein, ja. Und danach kommen wir zum großen Brawl Stars-Finale. So, alles mal hier löschen. Okay, Max. Ich fahr los! Tschüss! Fahr mal los. Boah, das Apple-Auto, glaube ich, war... Okay, das Apple-Auto ist strong. Oh mein Gott, das ist krank. Das, Bro, 1150. Ja. Ohne Motor. Was, wo fliegst du hin? Bro, warte mal. Fliegst du gerade über die Karte, oder was? Junge. Er fliegt komplett vorbei. Er fliegt... Ja, okay. Das ist das Hacker-Auto gewesen. Bro, es war... Ich hab dich gerade spektakulär, hab mich gemutet. Bro, das ist ja krank. Das ist ja unnormal krank. Junge, das ist das krasseste Auto, was wir heute in der Folge hatten. Rekord. Und das war einfach ein random Vehicle. Checkst du das? Und ohne Motor. So, ich würde sagen, komm, Max, du kannst glaube ich jetzt noch ausgleichen, ne? Nee, es steht 11 zu 9. Ja, aber das letzte Auto zählt immer 2 Punkte. Aber nicht mal dann. Okay, dann, wer weiß. Da könntest du ausgleichen. Ich kann den Ausgleich noch machen. Nimmst du das Mieter-Auto oder das Brock-Auto? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Beide sind irgendwie total crazy. Ich sag ehrlich, ich nehme das Brock-Auto. Ich glaube, Bro, es ist halt ein BMW, ne? Ich sag dir ehrlich. Ja, das ist wieder die BMW-Theorie. Und der andere, der sieht mir schon wieder zu viel. Das ist halt. Zu viel Haha-Hihi da mäßig so. Ja, also der ist schon. Also, Bro, das war ja mal mein Main-Auto bei Stani Performance. Der ist schon wirklich krank. Aber ich weiß nicht. Das ist die übelste Downforce, ne? Ja, Bro, der ist halt echt krank, ne? Also. Ich fahr los. Ja, warte, ich muss nochmal anlaufen. Okay, ich hab mich falsch entschieden, Bro. Wirklich? Der ist bei 900 gecapped. okay, meiner ist absolut null. Das könnte jetzt null für dich werden. Das Warum könnte ist der. Ist bei 900 gecapped, hä? Wie schlecht. Ey, Mann. Der ist einfach abgestiegen. Yo, der ist ab. Oh mein Gott, ich bin auch übelst schlecht. Aber! Oh mein Gott. Ja. Ja! Oh mein Gott. Let's go, Leute. Wir haben den Startsprung mit den OP-Autos gewonnen. Checkt auf jeden Fall iCrimex ab, Leute. Das war's gewesen. Tschö, bitte. Tschö.